Leute, willkommen zu einem neuen Video von mir. Leute, ich schminke mich gerade und wie ihr seht, glaube ich, sieht man, dass ich noch nicht ganz fertig bin. Ich mache mir gleich noch meine Lashes dran, ich muss noch meine Haare machen, meine Haare föhnen. Und ja, ich habe heute Bock rauszugehen. Ich will heute die Nacht durchmachen. Okay, Leute, ihr versteht nicht, ich möchte diese Nacht durchmachen. Denn ich habe nämlich, also es sind Feiertage, Leute, und was machen wir an Feiertagen? Essen, trinken, chillen. Und Nacht durchmachen. Und zwar heute. Eigentlich wollte ich heute früh ins Bett, aber dachte ich mir so, bist du crazy? Bist du crazy girl? Und Leute, nein. Ich habe keinen Red Bull gerade eben da. Aber später werde ich mir auch vielleicht eins holen von einem Automaten oder so. Inga wird wahrscheinlich mitkommen. Oh mein Gott, Leute, ich habe auch Bock auf Pizza. Oh, lecker. Naja, wie auch immer, ich zeige euch jetzt meine Nasty Lashes. Hier sind meine Nasty Lashes. Voll viele haben mich auch gefragt, was die Lashes ich trage. Leute, aktuell schneide ich so einfach die Hälfte ab. Jetzt habe ich eine als Paar abgeschnitten. Zick, zack, zick. Und dann mache ich jetzt so meine Augen ran. Übrigens, mein Eyeliner ist heute nicht 30 Meter wie immer. Guck mal, der ist heute kurz. Eigentlich geht der bis hier gefühlt. Aber ja, ich versuche den kürzer zu machen, Leute. Ich versuche es. Ja, genau. Warum sich aber so viereckig aus Kamissa jemand sagen? Naja, egal. Ich zeige später, wie ich gleich aussehe. Wahrscheinlich Slay. Und ja, wir sehen uns heute Nacht, würde ich sagen. Also, nein, also nicht eurem Zuhause natürlich. Ich rede nicht mehr so viel. Mercedes, warum guckst du so? Mann, Girl. So, Leute, ich gehe jetzt mit Inga raus. Ich wollte euch nur mal kurz zeigen, wie mein Make-up ist. Genau, das ist mein Make-up. Lipgloss fehlt, egal was ich mir morgen kaufen. Auf jeden Fall, Leute, jetzt wird die Nacht durchgemacht. Ich habe Hunger, ich habe Bock auf eine Pizza, ich habe Bock auf Automaten. Ich gehe jetzt raus. Ich weiß jetzt nicht, was ihr macht, aber ich mache jetzt die Nacht durch. Das ist unsere Pizza und da haben wir Soßen, zwei Eierans. Also, wir sind noch 1000. Leute, die Nacht ist jung. Ich esse noch Pizza mit Eiern, Leute, und diese verschüttel ich nicht mal Eiern. Ich habe mir so vergönnt, so verzossen. Guten Appetit. Die Nacht ist jung und die Nacht braucht mich. Also, kleinen Egg, oh mein Gott, deine Kamera ist nur komisch. Wenn du diesen Vlog siehst, filme ich hier gerade mit Inga und hab deinen besten Freund da. Der kommt hier hoch. Ja, Leute, ich packe ihn gerade hier hoch. So, mit einem Bein rausgestreckt. Seine Hand so leicht angewinkelt. So mäßig, komm zu mir, Alina. Oh mein Gott, er fällt raus, glaube ich. Chill kurz, kannst du kalten. Leute, sie hat Geld zum Bestellen. Er hat nicht gesagt, die hat nur 5 Euro. Inga, die weiß bestimmt nicht, dass das Geld hier liegt. Die ist bestimmt irgendwo hingepackt und hast gegessen. So, lass sie einfach stehen. Achso, der passt halt rein, gell? Ja, schieb so weit nach unten, wie es geht. Dass der da hinten sich abstützen kann. Oder so, perfekt. Ich glaube, Eck wird niemals checken, dass Chucky auch einmal... Oh mein Gott, das sieht so gruselig aus. Hi, Leute. Tschüss, Eck. Tschüss. Peace on Eggs. Vlogs. So, Leute, es ist fast 23 Uhr. Ich habe Hunger und wir haben uns entschieden, meine Lieblingscola zu suchen. Weil, Leute, ich finde die seit Sommer nicht. Ich finde diese Cola nicht. Ich finde sie nicht im Internet, ich finde sie nicht im Automaten, ich finde sie nirgendwo. Und ich begebe mich heute auf die Suche. Aber jetzt mache ich mich erstmal fresh, weil ich sehe aus wie ein Messi. Inga, sehe ich aus wie Messi? Okay. Bis gleich. Bis gleich. Ich komme nicht rein. Ja. Also, Leute, wir sind jetzt bei den Snackautomaten. Und ich muss sagen, die Hälfte der Automaten sind leer, Leute. Ich weiß nicht warum. Und hier ist nicht meine Cola. Hier ist nur dieses pinke Red Bull, was nicht so schmeckt. Das Blaue mag ich auch nicht. Diese Kirschfanta habe ich noch nie gesehen. Vielleicht heißt mir die Nummer 22. Inga findet die 31. Der heißt begehrt. Aber okay, das habe ich noch nie gesehen. Ja, habe ich schon vorher gesehen. Was mich auch antönt, ist. Wo war das? Boah, die Cola, Inge. Das haben wir schon probiert. Ich weiß, was ich... Hä, und was ist das Blaue? Ich weiß nicht. Berry irgendwas. Oh mein Gott, dieses Mountain Dew. Guck mal, in Blau. Hä, am liebsten würde ich alles haben. Inge. Was, und was ist dieses schwarze Ding? Kenne ich nicht, keine Ahnung. Erfrischungsgetränk. Ja, wow. Mit Eggs. Zitronensäure, aber nicht meine Cola. Oh mein Gott, schubst du mich weg, Alter. Was? Ja. Leute, hier wie immer das übliche Takis. Takis für Ego sind so lecker. Da fehlt aber so viel. Herr Inga, haben wir mal die Pretzels probiert mit White Chocolate. Ja. Echt mit White Chocolate.
Hi, Juicy. Man merkt, ich hab Hunger, Leute. Ich hole mir danach eine fette Pizza, Alter. Ja, so sieht's doch aus. Ich finde fette Pizza. Boah, Tagi Blut sind auch lecker. Oh mein Gott, was ist das? Hä? Was ist das, Leute? Das ist voll die Schande. Der Automat ist komplett leer. Hallo. Bitte auffüllen. Leute, ich weiß, ich bin ein Loser bei Boxen. Ich habe keine Kraft und ich bin ein Schwächling. Aber, oh Gott, das hätte ich nicht auf YouTube sagen, dass ich jemand angreifen möchte. Aber ich werde jetzt diesen Boxautomat testen. Nicht testen. Und ja, ich glaube, ich blamier mich. Oder ich breche mir was. Okay. Habe ich 1 Euro auf der Karte? Bitte Karte oder Mobiltelefon anhalten. Was? Das kann nicht sein, dass ich kein Euro auf meiner Karte habe. Ja, bei Gott, das lügt. Das kann nicht sein. Du bist sein. Blöd, Mädchen. Das kann nicht sein. Was für laberst du denn? Leute, die hat nicht mal 1 Euro. Das kann nicht sein. Ich hab Bares, aber ich hab... Oh mein Gott, warte, da geht nur Karte oder was? Inga. Ich hab keine Karte dabei. Du hast ein Handy. Na und? Das geht nicht, Apple Pay. Inga, das kann nicht sein. Bitte Karte oder Mobil. Willkommen. Bitte auf die Stiegen. Guck. Danke. Auf einmal geht es. Guck, Leute, ich dachte mir schon. Okay. Wie hat sie noch Zeit? Was hat die gesagt über Daumen? Was hat die gesagt? Den Daumen hier rein, was sonst brichst du dir? Oh, noch ein gebrochenes Gelenk, warum denn nicht? Bestimmt kommen so 50. Ich sehe schon, gell, dass du dir echt was brichst. Oh mein Gott, da ist ein Ball auf dem Boden. Okay. Du, ey. Oh mein Gott, wie schlecht. Ich habe keine Kraft. Das war auch wirklich schlecht. Aber warum tut mein Daumen? Oh mein Gott, ich bin so ein Loser. Ich muss nochmal. Ja. Ich muss nochmal. Hey, mach dich schnell weg. Das sieht auch. Aber hey, du kannst auch nochmal. Du kannst auch 3-mal. Was? Okay, jetzt mehr als 70. Boah, guck, was 200. Alina. Bist ja, okay. Du ein Mädchen? Soll ich dir dein Pipi mal abschneiden? Ja, ich bin ein Mädchen. Was jetzt? Alina, ist das schlecht. Was, ich muss wieder Geld einwerfen? Ach, Leute, und so wird sie immer broke. Bitte Karte oder Mobiltelefon anhalten. Junge, mach keine Faxen mehr. Willkommen. Bitte auf Bestätigung. Auf einmal. Danke. Okay. Was denkst du? Ich glaube. Also unter 200, okay? Nein. Ja. Okay. Unter wow. 200 hast du gesagt. Also. Ist mein Mädchen. Soll ich dir dein Pipi mal abschneiden? Entschuldigung. Okay, nochmal. Okay. Egg, letzte, dann gehen wir. Okay. Letzte Runde. Ich denke an irgendeinen Boy, der mich sauer gemacht hat, aber. Egal, ich denke an gar nichts am besten. Ich mache trotzdem ein Bild. Wow. Oh Gott, meine Innenkamera hat sich geöffnet. Natürlich, wo man die Zahl nicht sieht. Hey, geht eigentlich nochmal oder war es das? Klick mal drauf. Nein. Ja, okay. Oh mein Gott. Okay. Leute, Eck hat sich ihr Daumen ausgekugelt. Ja, Leute, ich habe aber eine Versicherungskarte wieder. Aber ich habe meinen Daumen glaub, ausgekugelt, weil irgendwie, ich weiß auch nicht. Und wir gehen jetzt Pizza holen. Mein Lebenselixier, Leute. Denn die Nacht ist jung. Ah, wir sind weg vom Dönerladen, Leute. Und ihr glaubt nicht, was mir passiert ist. Normalerweise, ich habe für eine Pizza Margherita 3 Soßen und 2 Items 11 Euro gezahlt. Und ich schwöre, ich heule nicht rum. Ich gebe auch oft Trinkgeld oder keine Ahnung was, Leute. Aber heute waren es 50 Cent mehr. Ich war die letzten 3 Tage mit Inga zusammen in der Nacht jeden Tag Pizza Margherita essen. Auf einmal, er sagte 11,50 Euro. Meine Ohren haben mich richtig gehört. Ich dachte, meinte das jetzt ernst? Ja, das waren immer 11 Euro. Ja,
Leute, es waren immer 11 Euro. Immer, immer. Egal, welche Mitarbeiter, immer 11 Euro. Immer. Naja, was heißt immer? Und wichtig zu erwähnen, wir waren da circa seit 2 Jahren nicht mehr. Ja, das heißt, wir hatten jetzt erstmal Pause mit diesem Dönerladen. Hab zum anderen Dönerladen wieder, wenn, also bei Tageslicht, wie unangenehm. Aber egal. Und ich konnte halt mein Ohr nicht glauben. Leute, warum war jetzt der Preis plötzlich höher? Vor allem, das ist kein Dönerfleisch oder so, das ist eine Pizza Margherita, Leute. Und wie gesagt, ich höre nicht ruhig 50 Cent, aber stellt euch vor, wir wären morgen hingegangen, auf einmal würde 14 Euro sagen oder 13 Euro. Also ich höre da nicht richtig, so sorry Leute, aber ich höre da nicht richtig. Bleib bei einem Preis, aber mach nicht jeden Tag neue Preise, oder Inga? Ja, Mann. Ich check's nicht, vor allem Leute, stellt euch vor, ich hätte nur 11 Euro dabei, weil mir die letzten Tage 9 Euro gesagt worden wäre und keine 50 Cent. Hätte ich denn nicht mein Essen gekriegt oder was? Unverschämt, Leute, unverschämt. Haben wir unsere Soßen, 2 Eierns, die sind diesmal nicht runtergeflogen. Und jetzt öffne ich die Pizza, ich hoffe, die ist gut. Ich hoffe für die Liebe, dass die Pizza echt gut ist. Ja, die wird schmackig aus, oder? Ja. Jetzt mit den Soßen, Leute. Und jetzt wird genascht. Und der Ausflug hat sich... Sag, warum redest du das her? Ich weiß nicht. Also, oh Gott, ich wollte runter. Oh mein Gott, das kann man nicht zeigen. Das ist Therapie. Nein, das ist, weil ich meine Hände gerade gewaschen habe. Ich gehe nicht zu meiner Handytherapie, das mache ich nicht mehr. Also, ihr habt keine 10 Euro, Leute. Ich habe 10 Euro, aber ich habe, also ich und Inga haben letztens so geredet und wir haben festgestellt, ich müsste eigentlich einen Termin bei jedem Arzt machen. Also beim Orthopäde, beim Logopäde, beim Chiropraktiker, beim Psychologen, Psychiater. Entschuldigung, Psychiater nicht, aber Psychologe, ja. Nach dem Trauma von meinem Boys. Beim Psychologe, beim Hausarzt, beim Hautarzt, eigentlich überall. Theoretisch, aber ich gehe zu niemandem, weil ich bin kein Loser. Was? Ich meine, wenn du schlafen willst. Ja, okay, ja, weil ich will schlafen und... Ich mag Menschen nicht und ich finde es unangenehm, mit Menschen im Wartezimmer zu sein. Beim Hautarzt hat jemand auf Jungs mit Akne so Crush. Die waren so hübsch. Und ich dachte, Mama, ich habe auch Akne. Lass uns doch einfach zusammen sein. Ich schwöre, da war so ein hübscher Junge. Oh, der war so hübsch und der hat auch Akne und ich auch. Und, oh, egal, Leute, das ist schon lange her. Jetzt wird gegessen, Alter.